Willkommen zum Open Source Client Management System OPSI. Hier wollen wir uns mit der OPSI-Erweiterung Software on Demand beschäftigen. Software on Demand ist eine Lösung für das Dilemma: Soll ich in der Grundinstallation meinen Rechner schlank halten und nur die notwendigste Software installieren und habe damit im Betrieb einen erhöhten Aufwand, weil die Anwender auf mich zukommen und nach weiterer Software verlangen? Oder soll ich einen fetten Client installieren, der alle potenziell benötigten Mini-Tools enthält und dafür auf die Dauer einen firmenweit erhöhten Update-Aufwand produziert? Mit Software on Demand kann ich einzelne Pakete für die On-Demand-Installation freigeben. Der Anwender hat dann die Möglichkeit, diese freigegebene Software über eine Webseite für seinen PC anzufordern. Installiert wird diese Software dann aber nicht durch den Anwender, sondern durch OPSI, und zwar genau in der Art und Weise, wie der Administrator das im OPSI-Paket vorgegeben hat. Schauen wir uns das in der Praxis an. Ich wechsle zu meinem Management-Interface von OPSI und zunächst in die Server-Konfiguration. Dort schalte ich das Software on Demand zunächst auf aktiv. Nachdem ich das Software on Demand serverweit aktiviert habe, wechsle ich zu meinem Client und stoße dort eine Neuinstallation des OPSI Client Agent an. Dies sorgt dafür, dass im Startmenü ein Eintrag hinterlegt wird, der auf die Webseite des Software on Demand verweist. Nun schaue ich oder ändere eventuell, welche Produktgruppe für Software on Demand zuständig ist. In diesem Fall ist das die Produktgruppe Software on Demand. In meiner Produktgruppierung erstelle ich nun eine Gruppe dieses Namens. Dieser Produktgruppe füge ich jetzt eine Reihe von Produkten hinzu, so dass meine Software-on-Demand-Gruppe nun die drei Produkte XenView, 7-Zip und Yet enthält. Nun wechsle ich zu meinem Client und habe hier im Startmenü einen Eintrag OPSI.org Software on Demand. Und bekomme hier nun die Auswahl der Software, die als Software on Demand freigegeben ist. Hier kann ich nun anfordern, ich möchte gerne XenView installieren. Dann wird serverseitig überprüft, ob diese Software über Produktabhängigkeiten eventuell noch weitere Softwareinstallationen anfordert und ob noch weitere Software auf Setup steht. Ich bekomme eine Übersicht, was bei der nächsten Installation jetzt installiert werden würde und habe nun die Wahl zu sagen, beim nächsten Systemstart soll die Software installiert werden oder sie soll sofort installiert werden.
Beim sofort installiert werden wird vom Server aus der Client angesprochen, dass die Installation direkt zu starten ist. Und nun steht mir die installierte Software direkt zur Verfügung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.